Die Gesetze des Lebens, um Wohlstand, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erreichen, meine ersten Schritte. Hallo, willkommen bei Total History, Ihrem Kanal für Geschichte und Kultur. Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Kopfhörern. Heute präsentiere ich Ihnen meine Überlegungen zu den Gesetzen des Lebens, um Wohlstand, Erfolg und Glück in meinem Leben zu erreichen, meine ersten Schritte. Sie können sie hören, während Sie spazieren gehen, Sport treiben, mit der U-Bahn oder dem Bus fahren oder sich einfach zurücklehnen, die Augen schließen, meditieren oder den Inhalt genießen. Wichtiger Hinweis: Dieses Video ist in Schwarz-Weiß geschnitten, so dass Sie es als Meditationshilfe verwenden können, wenn Sie es komplett im Dunkeln machen wollen. Ich verstehe, dass der Inhalt, den Sie gleich hören werden, komplex ist. Aber er soll Ihnen helfen, neue Entwicklungsperspektiven in Ihrem Leben oder im Leben zu erkennen. Sie können es sich so oft anhören, wie Sie möchten, damit Sie die Tiefe und das Wesentliche der Botschaft erfassen können. In dieser akademisch strengen Dissertation werden Sie lernen, wie Sie Ihren Weg zu Erfolg, Wohlstand und Glück durch Ihre eigene mentale Projektion in einer Reise der Weisheit beginnen können, in der Sie der Protagonist sein werden. Um dies zu ermöglichen, müssen Sie zunächst Ihren Geist darauf vorbereiten, tiefgreifendes, dauerhaftes und umfassendes Lernen zu bewältigen und Ihr Gehirn in die Lage versetzen, sein maximales Verstehenspotenzial zu erreichen. Durch diese Visualisierungsweise erhalten Sie Zugang zu Ihrem Unterbewusstsein, um die Voraussetzungen zu schaffen, die notwendig sind, um den Zustand des maximalen Lernens zu erreichen, indem Sie sich selbst und Ihre gegenwärtigen Umstände betrachten, um sich in die erfolgreiche, reichhaltige und glückliche Person zu verwandeln, die Sie sein möchten. Um Ihre eigene Reise durch Ihr inneres Selbst zu beginnen, in der Sie der Protagonist sind, müssen Sie verstehen, dass Ihr Gehirn nicht zwischen einem imaginären und einem realen Ereignis unterscheidet und dass die Erfahrung, die Sie erleben werden, eine reale Erfahrung für Sie sein wird. Sie sind der Baumeister, das Superhirn, der Magier, das Genie, der Schöpfer. Verstehen Sie, dass Ihr Gehirn, wenn Sie sich etwas vorstellen, davon ausgeht, dass Sie das, was Sie sich vorgestellt haben, tatsächlich erlebt haben, und auf diese Weise schaffen Sie neue neuronale Verbindungen, die gespeichert werden und Ihr neuronales Netzwerk immer komplexer machen, indem es letztlich um Ihr eigenes Selbst, Ihre Konzepte und den Umfang des bekannten und zu erkennenden Universums geht. Fangen wir an. Beruhigen Sie sich, atmen Sie durch, lassen Sie den Stress und die Probleme um Sie herum beiseite, entspannen Sie sich und hören Sie aufmerksam zu. Bedenken Sie zunächst, dass der heutige Tag nicht nur ein weiterer Tag Ihres Lebens ist, oder nur ein weiterer Tag Ihres Lebens, je nachdem, wie Sie es sehen oder wie Sie es zählen wollen, ist Ihr Leben, das eines ist, das für das Leben ist und das nur Ihnen gehört, nichts anderes als die Summe aller Tage, die Sie in Ihrem Leben gelebt haben. Erlauben Sie mir, von nun an so weit wie möglich in der ersten Person zu sprechen, denn von nun an sind diese Überlegungen nur für Sie bestimmt. Ich frage mich also nicht mehr mit Ungewissheit, mit der Distanz eines mir fremden Wesens, wie wird mein Tag sein? Nun, mein Tag heute und morgen und jeder Tag wird so sein, wie ich es will, weil ich die Kontrolle über mein Leben habe, dessen Protagonist ich bin, und weil mein Leben mir gehört. Sie gehört so sehr mir, dass sie das Einzige ist, was mir im Leben wirklich gehört. Deshalb muss ich mich nicht enttäuscht, unterdrückt oder von irgendjemandem oder etwas herabgesetzt fühlen. Ich möchte klarstellen, dass ich mich in dieser Betrachtung ausschließlich auf die Traurigkeit beziehe, die vom Materiellen, vom Alltäglichen ausgeht, von dem, was wir für wichtig halten, aber nicht mit dem Vergleichen, was wirklich wichtig ist, denn das einzig Wichtige ist das Leben. Wer sich an seine Leichtigkeit erinnern will, sagt Boethius, und ich präzisiere den Begriff Leichtigkeit in dem Sinne, dass er sich auf Dinge von geringem Gewicht bezieht, auf Handlungen, die von der Unbeständigkeit herrühren,
die uns dazu bringt, unsere Gedanken leicht zu ändern, aufgrund der Zerbrechlichkeit, schwache Stützpfeiler für wichtige und grundlegende Dinge zu haben, was uns schließlich dazu bringt, fälschlicherweise dem, was weniger wichtig ist, als wichtig zu betrachten. Nun, Boethius sagte, wer sich an seine Leichtigkeit erinnert, wird das traurige Ergebnis der Vergnügungen verstehen. Wenn sie Glück bringen könnten, würde nichts die Tiere daran hindern, gesegnet zu werden. Ende des Zitats. Daher sind Traurigkeit und Angst, die aus dem Materiellen oder dem Konzeptuellen kommen, als künstliches Konstrukt in unserem Geist nichts Natürliches, denn sie sind eine Veränderung des natürlichen Zustands, sich freudig, glücklich und dankbar für das Leben zu fühlen. Und ich verstehe, dass die Traurigkeit nicht natürlich ist, insofern als eine Zuneigung als etwas verstanden wird, das in der Lage ist, die Eigenschaften von etwas anderem zu beeinflussen, zu verändern, wie zum Beispiel Weiß, unabhängig von der Menge verändert es Schwarz, Hitze verändert auch Kälte, Neid verändert Liebe, und so weiter. Der Akt, Traurigkeit, Enttäuschung, Unglück und andere Sorgen zu empfinden, ist also eine Veränderung des natürlichen Zustands meines Glücks, denn ich als Mensch neige von Natur aus zur Unendlichkeit des Guten, das heißt, ich neige zum unendlichen Glück. So sind Kummer und Entmutigung an sich nichts anderes als ein Gefühl, das meinen natürlichen Zustand des Glücks verändert, ohne zu vergessen, dass dieser negative Zustand die Frucht meiner Entscheidung ist, mich so zu fühlen, weil ich verstehe, dass das, was ich wirklich brauche und wonach ich dürste, Erfolg, Gesundheit, Wohlstand und Freude im Leben ist. In Anlehnung an den Parameter, nach dem der Mensch als ein Wesen verstanden wird, das in seinem Wissensdrang zur Unendlichkeit tendiert, immer mehr zu wissen, denn je mehr er weiß, desto mehr will er wissen, verstehe ich, dass ich das Glück umso mehr will, je mehr ich es kenne, je mehr ich den Erfolg kenne, je mehr ich ihn will, je mehr ich das Gute kenne, desto mehr werde ich es suchen, wie es mit all den Dingen geschieht, die mir als Mensch von Natur aus innewohnen, denn niemand liebt, was er nicht kennt. Und so verstehe ich sofort, dass der erste Schritt, um Wohlstand, Erfolg und Glück zu erreichen, darin besteht, mir bewusst zu machen, dass ich weiß, nicht das akademische oder formale Konzept der Begriffe, sondern das Gefühl, dass ich mich so fühle, wie das, was ich zu erreichen beabsichtige. Aus dieser Perspektive schließe ich auf natürliche, einfache und automatische Weise, dass sowohl der Erfolg als auch das Glück natürliche Bedingungen der Menschheit sind. Es ist bewiesen, dass es gesünder und einfacher ist, zu lächeln als die Stirn zu runzeln, obwohl es wahr ist, dass die Gewohnheit, die durch schlechte Gewohnheiten des Denkens und Handelns in einem unnatürlichen Sinn in unserem Wesen in der Tonart der Negativität gezogen wird, zu einem Zustand wird, der in vielen Fällen ernst ist, so wie eine falsche Sitzhaltung, die zur Gewohnheit geworden ist, die Wirbelsäule beeinträchtigt, oder eine Art, ein Musikinstrument zu halten, die uns einfacher erscheint als die richtige, weil wir sie uns angewöhnt haben, uns daran hindert, die maximale Leistung des Instruments selbst sowie die Vortrefflichkeit des Musikstücks, das auf ihm gespielt werden soll, zu erreichen, weil die richtige Art immer die einfachste sein wird und mich zweifellos vom Mittelmaß zum Erhabenen führen wird. Wenn also das Richtige das ist, was frei von Fehlern oder Mängeln ist, dann ist es für mich nicht richtig, das Weniger für das Mehr zu akzeptieren, also akzeptiere ich von nun an, dass ich ein Wesen voller Leben, voller Gesundheit, voller Erfolg, voller Wohlstand und voller Glück bin, weil es so ist, weil ich es so will, weil es so sein muss, weil es für mich natürlich ist. Ich werde nicht die Frucht schlechter Gewohnheiten sein, die ich mir bewusst oder unbewusst angeeignet habe und die in mir ein Gefühl der Unzufriedenheit erzeugen, das sich hinter dem Anschein verbirgt, mit weniger zufrieden zu sein, als ich verdiene. Daher glaube ich, dass ich Wohlstand, Wohlergehen und Glück haben kann, egal wie meine gegenwärtigen Umstände sind, und dass ich mich einer guten Gesundheit und Fitness erfreuen kann, und dass ich das glückliche Leben haben kann, das ich mir wünsche, weil ich es verdiene. Und an diesem Punkt frage ich mich,
Wie kann es sein, dass ich es verdiene? Verdiene ich, was ich verdiene? Und ich antworte mir selbst. Ich verdiene nicht das, was ich zu verdienen versuche. Das heißt, ich verdiene nicht das, was ich verdienen will, oder die Anstrengungen, die ich mache, um zu verdienen, weil der Betrag des Verdienstes in der Intensität meiner Handlungen, liegt, und zwar so, dass ich verstehe, dass ich, wenn ich in der Lage bin, die Absicht, das Verlangen, die Anstrengung umzuwandeln, um zu verdienen, verdiene, was ich verdiene, weil der Betrag des Verdienstes in der Intensität meiner Handlungen liegt, das Verlangen, die Anstrengung, die Sehnsucht, im Akt des Verdienens zu verdienen, dann wird der Moment sein, in dem ich verdiene, was ich verdiene, denn der Akt des Verdienens, oder das Verdienen im Akt und nicht im Potenzial, setzt die Aktion voraus, der eine Reaktion mit gleicher Kraft und Intensität zu dieser Aktion entsprechen wird. In diesem Sinne bin ich in der Lage, mich auf die Ebene zu erheben, auf der ich erkenne, dass ich nicht nur durch meine Handlungen verdiene, sondern auch durch das Prinzip des Verdienens, so wie ich durch die Fähigkeit der Rede spreche, verdiene ich durch die Fähigkeit der Ausübung meiner guten Tugenden und meiner guten Gewohnheiten, die letztendlich zu guten Taten werden, die eine Wirkung haben, wobei mein Verdienen die gleiche Größe hat wie meine Handlungen. Deshalb glauben, fühlen, leben und handeln Sie so, wie es Ihnen zusteht. Und an diesem Punkt denke ich an ein gutes eigenes Haus, meins, nach meinem Geschmack. Ein Haus, das ich mir im Detail vorstelle. Was ist, wenn ich nun denke, dass ich ein noch besseres verdient habe und es mir vorstelle? Ohne Angst, ohne Barrieren, die das Große oder das Luxuriöse verhindern. Denn dieses Haus ist das Haus, das ich wirklich verdiene. Wenn man Sie fragen würde, welches Auto gefällt Ihnen? Automatisch würde Ihnen Ihre Vorstellungskraft, die Frucht der Wahrnehmungen der Realität, die Ihre Intelligenz erreicht haben, das Auto sofort präsentieren. In der Tat, Sie sehen es bereits. Es hat in Ihrem Geist bereits Gestalt angenommen. Sie haben es bereits in sich. Beachten Sie, wie die Materie des Autos von außen zu einem Teil Ihrer Materie in Ihnen geworden ist. Erst jetzt, von innen nach außen und nicht von außen nach innen, können Sie zu sich selbst sagen, ich visualisiere es. Ich stelle es mir vor, ich sehe die Farbe, ich sehe den Innenraum, ich sehe mich selbst vor dem Lenkrad, ich rieche das neue Auto, mein neues Auto, und jetzt erkenne ich ohne Zuneigung und ohne Angst, dass dieses Auto das ist, was ich verdiene, und ich fahre es, weil dieses Auto mir gehört. Sie können Ihr eigener Meister werden, Ihr eigener Führer, dem Sie vertrauen können, aber dazu müssen Sie unbedingt die Zügel Ihres eigenen Schicksals in die Hand nehmen und sich mutig und entschlossen an den Ort begeben, an den Sie gelangen wollen. Meine Reise hat bereits begonnen, meine Gegenwart, die ich umgestalte, ändere ich absichtlich so, dass sie der Anfang vom Ende des Weges ist, denn ich bin mir bewusst, dass das, was ich bisher getan habe, nämlich die Dinge unkontrolliert fließen zu lassen, dazu führt, dass ich das Gefühl habe, gefangen zu sein und kein Entrinnen zu haben, und dass außerdem auf diese Weise nichts auftauchen wird. Wenn ich mich nicht anstrenge, nichts wird erscheinen, wenn ich nicht meinen freien Willen ausübe, um die Kontrolle zu erlangen, denn ohne mein Eingreifen werden sich diese Dinge nicht von selbst verbessern, denn es fehlt ihnen die richtige Bewegung, um sich dorthin zu bewegen, wohin ich sie haben möchte, denn ich bin mir bewusst, dass die Bewegung, der Fluss, der Weg von mir gegeben und gelenkt wird. Ich führe, ich leite, ich bin der Baumeister meines Schicksals, denn ich bin im Einklang mit dem Gesetz des Lebens, um meine eigenen aktuellen Lebensbedingungen ändern zu können, weil nur ich den Weg dazu kenne, weil ich auch verstehe, dass sonst die Jahre zu schnell vergehen und mich letztlich nur in der aktuellen Situation belassen, und durch Unterlassung, durch Nicht-Eingreifen, durch Nicht-Kontrolle, können sich meine Bedingungen möglicherweise verschlechtern. Dem Ergebnis des Denkens sind keine Grenzen gesetzt, weder zum Guten noch zum Schlechten.
Aber wie bringe ich mich in Einklang mit dem Gesetz des Lebens? Wie bringe ich alles zum Fließen? Das Erste, was ich tun muss, ist, diese Gesetze zu kennen und dann die äußere Realität an mein inneres Selbst weiterzugeben, um sie nach meinem Geschmack zu verändern, sie auf meine Weise zu formen, und dann zu sehen, wie sie nach außen zurückkehren, nachdem sie von mir geformt wurden. Die Realität meiner Gegenwart ist die Frucht und die Konsequenz meiner vergangenen Handlungen, und ich weiß, dass es mir weh tut, dies zu erkennen, aber wenn ich hinschaue, stelle ich fest, auch wenn es für mich schmerzhaft ist, dass es war, dass es geschah, dass es nicht mehr ist, und wenn ich es akzeptiere, erkenne ich mit Demut, vor mir selbst, ohne Scham, dass ich die Ursache für all die Konsequenzen war. Was die Zukunft betrifft, so bin ich jetzt, in meiner Gegenwart, die Ursache meiner zukünftigen Konsequenzen, mit dem Unterschied, dass ich die Vergangenheit kenne, und weil ich sie kenne, verstehe ich, dass der Eigentümer meiner Zukunft ich bin, und niemand sonst, niemand oder nichts von außen kann in mich eingreifen, so wie ich es tue, denn ich bin, wer ich bin, und ich bin auch, wer ich sein will, und auf dieselbe Weise, nach demselben Prinzip, bin ich auch der, der ich sein will. Und ich werde mir das durch die Gesetze des Lebens vor Augen führen, denn jetzt verstehe ich, dass Lernen bedeutet, zu entdecken, was ich bereits wusste. Erstes Gesetz. Das Gesetz des Mentalismus. Basiert auf der Behauptung, dass alles Geist ist und das Universum eine geistige Schöpfung ist. Diesem Gesetz zufolge ist alles, was wir erleben, eine geistige Schöpfung, die sich in physischer Form ausdrückt, mit guten und schlechten Ereignissen, die aus uns selbst entstehen. Wir wollen uns aber nur auf das Universum aus der menschlichen Perspektive konzentrieren, das heißt, auf das Universum von innen nach außen. Schauen wir mal. Wie sah das Universum eines Menschen vor 40.000 Jahren aus? Als sie in Höhlen malten, beschränkte sich ihr Universum auf Tiere, auf die Jagd, wir sprechen von 20, vielleicht 30 Kilometern Raum, den sie abdecken konnten, das war alles im besten Fall. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Ein Haustier, ein Kaninchen, das frei in unserem Haus lebt, das wir füttern, streicheln, verwöhnen und von dem wir wissen, dass es draußen in der Wildnis, nachdem es in einer geschützten Umgebung gelebt hat, in ernsthafter Gefahr wäre. Für dieses Kaninchen sind der Raum des Hauses, die Möbel, seine Verstecke, das gesamte Universum, das existiert. Außerhalb der Eingangstür des Hauses gibt es nichts, was sich auf das räumliche Universum, den Raum, bezieht und einfach zu verstehen ist, erstreckt sich in gleicher Weise auch auf das umständliche oder räumliche Universum. Mal sehen, was ist meine Vorstellung vom Universum, ist es die, die mir in der Schule, in den Nachrichten, im Hubble-Teleskop oder im James Webb beigebracht wurde, ist das alles? Es ist weniger als 1% von dem, was man sehen kann, das heißt, nur das, was das Auge sehen kann, das kann nicht das Universum sein, das ist nur das, was meine Augen sehen können. Wenn unser Wissen von der sinnlichen Wahrnehmung abhängt und die Vorstellungen, die wir uns bilden, von unserer Erfahrung durch die Sinne herrühren, dann ist die sinnliche Wahrnehmung das, was von meinen Sinnen ausgeht, das, was ich verinnerliche. Und wenn ich das Universum in mir verinnerliche, kann ich durchaus davon ausgehen, dass das Universum ein Teil von mir ist, so wie ich ein Teil des Universums bin. Denn alle Bestandteile, die Teile sind und in die das Ganze unterteilt ist, folgen ihm nach, also ist das Universum ich, und ich bin ich. Dies erklärt das Gesetz des Mentalismus, wonach das, was wir leben, eine geistige Schöpfung ist, die sich in physischer Form mit guten und schlechten Tatsachen ausdrückt, die aus uns selbst entstehen. Fahren wir mit dem zweiten Gesetz fort. Das Gesetz der Korrespondenz. Das Gesetz der Entsprechung manifestiert sich durch die Aussage, wie oben, so unten, so unten, so oben. Nach diesem Gesetz manifestiert sich das Leben auf der physischen Ebene, der mentalen Ebene und der spirituellen Ebene. Daher ist die äußere Welt eine Projektion dessen, was wir innerlich fühlen.
Wie oben unten ist, so ist unten oben, außen ist innen, so ist innen außen, und die äußere Welt ist die innere Welt, wie die innere Welt die äußere Welt ist. Der Inhalt hat die Form des Gefäßes, das Wasser hat keine Form, aber das Wasser in der Flasche hat die Form der Flasche, und da es in der Tat nichts gibt, was etwas daran hindert, auf verschiedene Weise Gefäß und Inhalt zu sein, denn wenn das Wasser in einem Krug ist, ändert sich das Wesen des Wassers nicht, aber die Form ändert sich je nach dem Gefäß, so wie das Äußere, die Umstände, an das Innere desjenigen angepasst sind, der sie enthält, was bedeutet, dass sie verändert werden können. Die Materie in diesem Fall, ich als Behälter, bin die Seinsweise, das Sein, das mich zu dem macht, was ich bin und nicht etwas anderes, und es ist inaktiv, ich bin so. Aber dennoch ist die Form aktiv, also ist mein Inneres das, was dem Äußeren Form gibt, und ich kann es formen, das heißt, ich als Kontinent kann die Form des Kontinents verändern, denn der Kontinent bin ich, und so, indem ich die Form, die das Äußere erhält, verändern lasse, kann ich es schaffen, das Äußere zu verändern, denn diese Veränderung setzt voraus, ein anderer zu sein, als ein anderer in mir. Denn um das Äußere zu formen, muss ich zuerst das Innere formen, wo es in meiner Form sein wird, in meinem Bild und Gleichnis. Daher verstehe ich jetzt, dass die äußere Welt in der Tat eine Projektion dessen ist, was wir innerlich fühlen. Nächstes Gesetz. Das Gesetz der Vibration. Das Gesetz der Schwingung basiert auf dem berühmten Satz, dass nichts stillsteht. Dieses Gesetz geht Hand in Hand mit dem Gesetz der Anziehung, denn beide beruhen auf positiven Gedanken oder Schwingungen für allgemeine Frequenzen. Wenn wir also positiv schwingen und die Gedanken unseres Geistes in Richtung dessen lenken, was wir in unserem Leben wollen, werden wir Gelegenheiten erhalten, die es uns ermöglichen, unseren Zielen näher zu kommen. Wir wollen sehen, was dieses Gesetz bedeutet. Verändert sich alles, wie Heraklit sagte, oder ist die Veränderung nur eine Illusion der Sinne, wie Parmenides behauptete? Für Aristoteles ist der Wandel keine bloße Erscheinung oder Illusion, sondern existiert tatsächlich. Um dies zu erklären, griff Aristoteles auf die metaphysischen Prinzipien von Akt und Potenz zurück. Nach Aristoteles beinhaltet jede Veränderung den Übergang von der Potenz zum Akt. Und was bedeuten diese Begriffe? Akt bedeutet, bereits verwirklicht zu sein, das heißt, das, was ein Wesen zu einem bestimmten Zeitpunkt bereits ist. Ein Samenkorn zum Beispiel ist ein Samenkorn im Akt und hat die Potenz, ein Baum zu werden, ein Kind ist ein Kind im Akt, hat aber die Potenz, ein Mensch zu werden. Potenz bedeutet das, was zu diesem Zeitpunkt nicht ist, aber werden kann. Mit anderen Worten, Potenz ist die einfache Möglichkeit, dass etwas zu etwas anderem wird oder eine Veränderung erfährt, wie einfach diese auch sein mag. Macht hat mit der Natur der Wesen zu tun, zum Beispiel hat ein Hund nicht die Macht zu fliegen, ein Mensch hat nicht die Macht, mehr als 200 Kilometer pro Stunde zu laufen. Die eigene Natur begrenzt die eigenen Möglichkeiten. Ich bin jetzt in der Lage zu sein, was immer ich sein möchte, natürlich innerhalb der Grenzen meines Wesens als Mensch. Ich möchte vielleicht ein Huhn sein, aber ich habe nicht das Wesen eines Huhns. Deshalb ist mein Wesen, was es ist, und ich kann es nicht ändern, aber was mein Wesen als Mensch betrifft, bin ich in der Lage zu sein, was immer ich sein möchte. Das bedeutet, dass ich mich jetzt im Akt dessen befinde, was ich jetzt bin, aber ich befinde mich im Potenzial einer unendlichen Reihe möglicher Möglichkeiten des Seins oder des Seins, wie ich sein oder werden möchte, und wenn ich von möglichen Möglichkeiten spreche, bedeutet das, dass etwas aufgrund der Tatsache, dass es möglich ist, möglich ist. Wenn das Gesetz der Schwingung auf dem berühmten Satz beruht, dass nichts unbeweglich ist, weil alles im Universum in ständiger Bewegung ist, dann kann ich nicht unbeweglich bleiben, indem ich akzeptiere, in der Tat das zu sein und zu haben, was ich jetzt bin und jetzt habe, im Wissen, dass ich in der Potenz reich, glücklich und erfolgreich bin, weil mir die notwendige Bewegung fehlt, um von der Potenz zur Tat überzugehen.
Nächstes Gesetz. Das Gesetz der Polarität. Das Gesetz der Polarität erklärt, dass alles ein paar Gegensätze hat, dass alles dual ist, dass alles zwei Pole hat, dass Gleiches und Ungleiches dasselbe ist, dass Gegensätze identisch sind, sich aber im Grad unterscheiden, dass sich Extreme berühren. Ein Beispiel zum Verständnis dieses Gesetzes ist, dass niemand Freude und Glück erkennen kann, wenn er nicht weiß, wie Traurigkeit und Unglücklichsein aussehen. Licht kann nicht als Licht erlebt werden, wenn man nicht weiß, wie die Dunkelheit ist. Um sich erfolgreich zu fühlen, muss man eine Vorstellung davon haben, was Scheitern bedeutet. Die Erfahrung des einen setzt also die Kenntnis des anderen voraus. In diesem Sinne kann ich sagen, dass es das Gute gibt und dass es auch das Böse als sein Gegenteil gibt. Aus dieser Perspektive wäre die Dualität eine einfache Sache. Aber was ist, wenn ich behaupte, dass das Böse nichts anderes ist als die Abwesenheit des Guten? Ich leugne nicht das Böse, ich eröffne nur die Möglichkeit zu verstehen, dass die Umstände der Armut, der Traurigkeit oder des Unglücks, die ich heute erlebe, das Ergebnis der Abwesenheit des Guten sind. Dass Ihr Appetit auf das Böse gelenkt wird, geschieht aufgrund einer Korruption oder Störung in einem der menschlichen Prinzipien. Daher werde ich, der ich von Natur aus zur Unendlichkeit neige, zur Fülle neigen, und die Fülle liegt in der größten Menge des Guten und nicht in seiner Abwesenheit, denn meine Vernunft sagt mir, dass ich mich nach dem Guten sehne und das Böse meide, ja, wenn ich das Universum bin, weil ich ein Teil von ihm bin, und das Universum in seiner Natur gut ist, weil alles, was im Universum existiert, die Frucht des höchsten Gutes ist, dass ihm seine Existenz als etwas Gutes durch die Tatsache des Seins verleiht, und genau aus diesem Grund verstehe ich, dass die Dualität darin besteht, durch meine Handlungen das Beste für mich selbst und für andere zu wählen, sowohl in der Tat als auch im Potenzial, um in der Möglichkeit zu sein, mich mit Fülle und nicht mit Abwesenheit zu füllen, so dass ich selbst im Verlauf der Bewegung der Transformation meines Wesens hin zu dem Wesen, das ich werden möchte, nicht durch das entgegengesetzte Extrem daran gehindert werde. Nächstes Gesetz. Das Gesetz des Rhythmus. Gesetz des Rhythmus, nach diesem Gesetz eilt und fließt alles. Es gibt Dinge, die eilen und fließen, denn wenn wir die oben genannten Gesetze anwenden, kommt alles zur richtigen Zeit. Alles eilt und fließt, alles hat seinen Vormarsch und seinen Rückzug, alles steigt und sinkt, alles bewegt sich wie ein Pendel. Das Maß seiner Bewegung nach rechts ist das gleiche wie das Maß seiner Bewegung nach links. Der Rhythmus ist sein Ausgleich. So ist es mit der Bewegung der Galaxien, der Planeten, der Jahreszeiten, der Gezeiten, des Herzschlags, der Atmung, der Gedanken, des Bewusstseins. Nichts ist von Dauer, alles verändert sich ständig, und doch muss alles früher oder später an seinen Platz zurückkehren. In seinem eigenen Tempo. Mein natürlicher Zustand ist der Zustand des Glücks, mein natürlicher Zustand ist der Zustand des Überflusses, denn das Universum quillt über vor Überfluss. Wenn ich mich dem Wandel anpassen und meinen eigenen Rhythmus finden kann, der mit dem Rhythmus von allem um mich herum harmoniert, dann werde ich wie das Wasser sein, das fließt und sich der Landschaft anpasst, durch die es fließt, ohne seinen Charakter und seine Kraft zu verlieren. Ich kann mich dem Gesetz des Rhythmus nicht widersetzen und ich kann auch die Zyklen nicht ändern, aber ich kann lernen, mit ihm zu fließen und in diesen harmonischen Fluss meines Seins mit der Natur, die mich umgibt, zu verstehen, dass alles seine Zeit hat und dass alles zum richtigen Zeitpunkt kommt, und dass mein Zeitpunkt immer jetzt ist und sein wird, denn das, was kommen wird, wird immer einen Anfang haben. Es hängt nur von mir ab, dass der Anfang jetzt ist. Nächstes Gesetz. Das Gesetz von Ursache und Wirkung. Das Gesetz von Ursache und Wirkung ist eines der bekanntesten Gesetze innerhalb dieser Grundsätze, denn es besagt, jede Ursache hat ihre Wirkung, jede Wirkung hat ihre Ursache. Ohne weitere Erklärung unterstreicht dieses Gesetz, dass alles, was wir tun, Konsequenzen hat. Ich
kenne die Folgen meiner aktuellen Situation bereits, weil ich sie erlebe, weil ich sie wahrnehme, weil ich sie sehe. Was die Ursachen betrifft, so verstehe ich auch, dass sie vielfältig, komplex und miteinander verknüpft sind, und ich verstehe, dass ich, um sie wieder zu verstehen, von der Kenntnis des Objekts ausgehen und mich ihm nähern und es so verstehen muss, dass das Objekt Teil von mir, dem Subjekt, wird. Welche Ursachen haben also die Ursachen für meine Folgen verursacht? Oder anders gefragt, was ist die ursprüngliche Ursache, die alles verursacht hat? Und ich stelle mir diese Frage, weil ich spüre, dass die Antwort mir viele Anhaltspunkte für meine Absicht geben wird, der Mensch zu werden, der ich sein möchte. Es gibt nur vier Arten von Ursachen, und alle anderen sind entweder diese oder leiten sich von ihnen ab. Wie für Aristoteles, so ist auch für den heiligen Thomas von Aquin die Metaphysik, nennen wir sie Weisheit, die Wissenschaft vom Sein als Sein und als solche die Wissenschaft von den ersten Ursachen und Prinzipien des Seins. Aristoteles behauptete, dass es vier Ursachen gibt, formale, materielle, effiziente und endgültige. Schauen wir mal. Meine materielle Ursache als menschliches Wesen ist die physische Materie, aus der ich bestehe, meine Materie. Meine wirksame Ursache liegt in demjenigen, der das Sein oder die Bewegung möglich gemacht hat. Ohne meine Eltern würde ich als Mensch nicht existieren. Meine letzte Ursache, die das Ziel des Ich-Seins oder Ich-Seins ist und das Sein meines Seins vollständig bestimmt. Aber konzentrieren wir uns nur auf die letzte Ursache, die am interessantesten erscheint. Aristoteles sagte, dass Kausalketten nicht unendlich sein können, das heißt wir können nicht unendlich oft sagen, dass die Ursache von diesem das ist und die Ursache von jenem das andere ist, das würde keinen Sinn ergeben, also muss es eine erste Ursache für alle anderen Ursachen geben. Nun, wir akzeptieren, dass es eine erste Ursache geben muss, um die unendliche Wiederholung zu vermeiden, und wenn wir uns fragen, wer diese erste Ursache erschaffen hat, verstehen wir, dass die erste Ursache ist und ist, erstens, weil sie nicht die Ursachen ihres Seins ist, und zweitens, dass die erste Ursache nicht erschaffen werden kann, weil sie als erste Ursache sein muss und in reiner Handlung sein muss, denn wenn es in der Potenz wäre oder Potenz hätte, könnte es nicht reine Handlung sein, weil es in der Potenz und nicht in der Handlung ist, das heißt, die erste Ursache ist etwas, das selbst nicht durch eine andere verursacht werden kann, weil es alles ist, was ist, und in seinem Sein ist es vollkommen, weil es die Ursache aller Ursachen ist. Sie ist, mit den Worten von Aristoteles, ein unbeweglicher Beweger. Der unbewegliche Motor, der die Ursache von allem ist, kann keine wirksame, materielle oder gar formale Ursache sein, denn sie sind alle in den Dingen enthalten, die existieren. Und sie ist unbeweglich, nicht weil sie unfähig ist, etwas zu tun, sondern weil sie keine Macht hat, irgendeine Veränderung in ihrem Wesen zu empfangen. Daher könnte der erste unbewegliche Motor definiert werden, wie Pascal sagte, der Gott der Weisen und der Philosophen, ich ziehe es vor, von der Weisheit zu sprechen, dieser Gott ist in der Tat nur ein metaphysisches philosophisches Konzept, das von Aristoteles entwickelt wurde, um den Kosmos zu erklären. So wie ich die letzte Ursache der ersten Ursache bin, so bin ich wiederum die erste Ursache meiner Handlungen und damit der Folgen meiner Handlungen in Bezug auf meine gegenwärtige Situation, und so bin ich auch die erste Ursache der Folgen, die mir in Zukunft aufgrund meiner Handlungen widerfahren werden. Das bedeutet, dass ich, sobald ich die Kontrolle über meine Gegenwart habe, auch die Kontrolle über meine Zukunft habe, eine Zukunft, die bereits die Art von Mensch enthält, die ich sein möchte. Nächstes Gesetz. Das Gesetz der Generation. Das Gesetz der Zeugung bezieht sich auf die Tatsache, dass die Zeugung überall existiert, die Zeugung manifestiert sich auf allen Ebenen. Alles im Universum wird erschaffen und das Universum erschafft ständig, und so wie ein Baby aus der Vereinigung eines Mannes und einer Frau hervorgeht, so erschaffen wir unser Leben. Wenn ich in meinem täglichen Leben ständig Böses, Zwietracht,
Kritik, Neid und so weiter hervorbringe, werde ich ständig negative Ursachen erzeugen, und deshalb werde ich zu der Überzeugung gelangen, dass für mich alles schief läuft. Wenn hingegen das Gute und die Güte mich beherrschen, werden die Dinge für mich anders laufen. Um zu empfangen, ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass das, was man erhält, immer die Größe dessen ist, was man gibt. Wenn wir also davon ausgehen, dass es im Universum zwei Pole gibt, die notwendig sind, da das Prinzip der Erzeugung besagt, dass, wenn diese beiden Pole zusammenkommen, etwas Neues entsteht, und da das Prinzip der Erzeugung nur auf den schöpferischen Prozess ausgerichtet ist, sollten wir immer nach dem Guten und der guten Seite von allem Schlechten, das uns widerfährt, suchen. Und an diesem Punkt halte ich inne und stelle fest, dass ich mich allein durch die Kenntnis dieser Gesetze verändert habe, denn ich stelle auch fest, dass ich nicht mehr derselbe bin, der zu Beginn dieser Geschichte zugehört hat. Was wäre das Potenzial in meinem Leben, wenn ich das Gesetz des Lebens anwenden würde? Das Gesetz des Lebens gibt mir Unabhängigkeit, so dass ich mir mein eigenes Leben auf meine eigene Art und Weise aufbauen kann. Das Gesetz gibt mir die Macht, Wohlstand und Position zu erreichen, ohne die Rechte und Möglichkeiten anderer zu verletzen, ohne auf Köpfe treten zu müssen, um an die Spitze zu gelangen. Das Gesetz des Lebens gibt mir die Kraft, meine eigenen Schwächen und Unzulänglichkeiten zu überwinden. Das Gesetz des Lebens gibt mir die Gabe der Originalität, denn so wie ich einzigartig und unwiederholbar bin, so sind es auch die Dinge, die ich tue, und ich habe die Fähigkeit, neue und bessere Wege zu entdecken, die sich von denen aller anderen unterscheiden. Das Gesetz des Lebens gibt mir Autorität über die Vergangenheit und die Zukunft und macht mich zum Herrn über meine Gegenwart. Die Wahrheit macht mich frei. Für weitere Motivationsvideos, tiefgründige Reflexionen und Philosophie, besuchen Sie meinen Kanal, wo Sie auch eine breite Palette von Videos über Geschichte, Kunst und Mythologie finden können.